Ich gebe hier mal das andere Mikro. Ich weiß, es ist ein bisschen leise da draußen. Wir versuchen, dass es besser wird. Aber wir haben hier auch nur beschränkte Möglichkeiten. Am Potsdamer Platz wird es dann besser. Hauptsache, ihr seid alle hier. Und wenn ihr irgendwas nicht versteht, habe ich einen guten Tipp. Kommt näher ran. So, Sabine, bitte. Hallo, schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich möchte euch heute was über das BGE erzählen. Und zwar, wie wir das revolutionieren können, wie wir es umsetzen können und was es überhaupt ist, was wir damit anfangen sollen und genau, wie wir das umsetzen werden. Und zwar ist BGE bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt auch bedingungslos, ohne dass man uns zu irgendwas zwingt, irgendeinen Job annimmt, sondern wirklich für jeden flächendeckend. Und zwar ist es in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Wir haben ein System, was überhaupt nicht mehr auf unsere Zeit geschnitten ist. Menschen sterben in diesem System. Da muss man wirklich ganz stark darauf aufmerksam machen. Wir leben in einem Sozialstaat in Deutschland und durch Reformen sterben Menschen. Und zwar passiert das, indem man Menschen, die ohne Arbeit sind, man fordert Dinge von ihnen, bietet ihnen einen Job an und sagt, den hast du zu tun und wenn du nicht tust, dann wirst du sanktioniert. Auch aus ethnischen Gründen kannst du ihn dann nicht ablenken. Also du musst tun, was sie von dir fordern oder du wirst sanktioniert. Eine Sanktionierung heißt, erst hungern, dann verliere ich meine Wohnung. Die ganzen Rechnungen, die in mein Haus fliegen, machen mich ohnmächtig, machen mich depressiv. Menschen haben sich umgebracht, weil ihnen dieses widerfahren ist. Wir machen ganz stark darauf aufmerksam. Es sind sehr, sehr viele. Und deswegen fordern wir BGE. Und zwar soll das auch das Rentenproblem, das wir heutzutage haben, lösen. Viele Menschen kommen mit ihrer Rente überhaupt nicht klar. Wir haben 30 Jahre gearbeitet, waren aber nicht verheiratet, haben nicht die Rente, die sie heute bräuchten. Ja? Brauchen Hartz IV zum Aufstocken. Das heißt, Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, müssen mit dem Minimalsten auskommen, müssen jedes Jahr wieder diesen Antrag stellen, um nicht auszurutschen und irgendwann mal einen Monat ohne Geld dazustehen. Das heißt, trotz dass sie immer älter und schwächer werden, haben sie jedes Mal noch diese Amtengänge und auch dort werden sie nicht alle nett behandelt, weil jeder, der kommt, der will ja irgendwas und man gibt es nicht gerne raus. Man ist ja dazu verpflichtet, vom Chef aus des Jobcenters so wenig wie möglich rauszugeben und alle in Statistiken zu packen, damit das alles schöner aussieht. Ja? Unsere Geldprobleme sollen uns nicht so bekannt werden, aber wir rasen gerade an die Wand. Deswegen möchte ich euch wirklich dafür begeistern. Ich möchte euch erklären, dass ihr es jeder wert seid, denn wir haben ein Grundrecht, ein Recht auf Leben. Und dieses Recht auf Leben beinhaltet auch, dass wenn du, also normalerweise kommst du auf diese Welt und hast einen Anspruch, dir irgendwo ein Stückchen rauszusuchen, wo du sagst, dieser Boden ist nährhaft, da werde ich pflanzen und da werde ich mein Haus bauen. Dieses Recht ist dir aber verwehrt. Ja, das ist ein Städteproblem, alles ist zugebaut, du kannst dir nicht einfach ein Stückchen Land nehmen. Dieses wird uns verboten, was aber eigentlich ein Grundrecht ist. Heute ist es nur noch mit Geld möglich, sich Wohnraum zu nehmen. Deswegen ist es tatsächlich so, dass wir ein Recht darauf haben, dieses Geld zu erhalten. Ich will euch mal erklären, wie wir das regenerieren wollen. Und zwar durch das Mehrwertsteuersystem. Und zwar fällt es so aus, die Reichen haben einfach viel mehr Geld, um zu konsumieren, um es auszugeben. Da fallen natürlich auch viel mehr Mehrwertsteuer an. Und unser Eins hat halt nur das eine kleine Budget und gibt es halt für den Konsum aus. Alleine für Lebensmittel, überall, egal was wir tun, überall sind Steuern drauf. Und genau mit diesem Geld könnten wir diese Wirtschaft aufbauen. Das heißt, Hartz IV würde wegfallen, die Sozialgelder würden wegfallen und alle würden BGE bekommen. Jeder, auch die Reichen. Und wir haben momentan vor, damit es keine Nischen gibt, dass Leute das zweimal kassieren können, das erstmal auf die Sozialversicherungsnummer laufen zu lassen, um es nicht zu duplizieren, ja? Um die Sache safe zu machen. Dadurch fallen aber leider momentan noch Menschen raus, die es ganz, ganz dringend benötigen, und zwar die auf der Straße, die nicht gemeldet sind. Aber dafür möchten wir was erheben. Durch das, dass wir dann mehr Schaffenskraft haben, weil uns das Geld zur Verfügung steht, dass wir nicht uns um andere Probleme kümmern müssen, dann möchte ich die Menschen dazu auffordern, dann, wenn sie das Grundeinkommen haben, andere Sachen zu schaffen. Ich will wieder in Sozialgebäude investieren. Der Staat hat damals alles verkauft, als dieses Rentenproblem aufkam, ja, was wirtschaftlich ein absoluter Irrsinn war. Ja. Die Mieten steigen und ich muss trotzdem abwarten, ja, das hat hier. Ja, und hätten die Staat heute bereit, dass wir das konstant wären. Und deswegen würde ich gerne wieder in Wirtschaftshäuser investieren, dass wir Lebensraum schaffen. Und ja, für diesen BGE-Thema habe ich noch was für euch. Also wir wollen beweisen, dass man da wirtschaften kann. Und zwar hat Michael Thiel, Schmidt-Benz und ich die Lobby gegründet.
Wir möchten das Konsumverhalten ändern. Wir haben eine Produktkrise entwickelt für das bedingungslose Grundeinkommen und gehen jetzt an den Markt und werden mit Kunden die Produkte produzieren und ich das gerne mit unserem Siegel besiegeln möchten, um das Konsumverhalten zu verändern, da wir später dann nur noch Produkte kaufen, die in uns investieren. Und da möchten wir ganz viele Leute darauf aufmerksam machen, A, dieses Siegel für sich zu beanspruchen, um in diesem Konsumverhalten gleich mit einzusteigen. Und die Leute sollen diese Produkte auch gerne und lieber kaufen, weil sie wissen, jetzt tun sie was für uns. Also wir möchten eine ganz große Produktpalette schaffen mit diesen Siegeln. Und das ist aber halt die Mitwirkung von uns allen. Ja? Wir suchen Menschen, die vielleicht unser Pilotprojekt nachahmen. Und wir brauchen die Konsumenten, die sagen, wir investieren in diese Produkte. Das hat auch noch einen anderen Sinn. Wir möchten später ökologisch sinnvoll handeln. Wir möchten Produkte selber entwickeln und auf den Markt werfen, die dann aber mit 30% in unsere BGE-Kasse spielen. Das alles können wir dann wieder haben. Also spielt alles in unsere Kasse rein und wir entwickeln unsere eigene Wirtschaft. Wir enthebeln eine Wirtschaft, denen es egal ist, dass Menschen sterben, dass immer weniger Menschen also die Möglichkeit haben auf eine gute Arbeit, es wird überall mehr sanktioniert, also rationiert. Und das ist auch ein Ding, die Wirtschaft rationiert und braucht nur noch Menschen, die den Computer bedienen, das heißt zwei fallen weg, sie brauchen nur noch der eine, der den Computer bedient, der zahlt aber auch die zwei anderen, die rausgeflogen sind, weil die sind ja jetzt arbeitslos. Dafür kommen wir auch. Also diese Wirtschaft, die wir jetzt gerade haben, die arbeitet an dem Interesse des Volkes komplett daran vorbei. Es ist ihnen egal, dass Menschen sterben. Wichtig ist für ihn nur die Gewinne, die Profite. Ja? Also noch mehr Macht, noch mehr Geld. Und wir werden an die Wand gedrängt. Also wir stehen eigentlich wirklich vor einem Kollaps. Das müsste uns mal bewusst werden. Wir leben in einer Struktur, wo das nicht mehr funktioniert. Es ist ganz wichtig, empört euch, steht auf, kommt an unsere Demos. Wenn wir viele sind, dann können wir diese Forderung stellen. Begeistert euch für dieses Thema, denn das hier ist für jeden Einzelnen. Das ist eine Allianz für uns. Wir brauchen Sicherheiten. Wir werden älter, wir kommen auch in dieses Rentenproblem. Aber wir kommen auch immer mehr in den Genuss, dass jeder Einzelne mehr Schulden zahlen muss. Die Staatsverschuldung wird immer höher. Und die Kinder, die dann neu dazu geboren werden, also wir sind jetzt schon jeder Bürger mit 25.000 in den Schuldenstaat mit dabei. Nur Gewinner haben wir leider keine. Und dagegen vorzugehen, um jetzt was zu verändern, zu revolutionieren, bevor sich die Wirtschaft und die Politik was einfallen lässt, um diese Krise zu entgehen. Also wir haben ein paar Möglichkeiten, die passieren könnten. Der Krieg, der überhaupt nicht unwahrscheinlich ist, weil Panzer schon überall stationiert sind. Oder halt eine komplette Inflation. Macht euch ganz, ganz stark schlau über das bedingungslose Grundeinkommen. Haltet die Augen offen nach Produkten mit diesem Siegel. Wir werden den ganzen Winter Gas geben und Firmen werben für diese Produkte. Wir werden in den nächsten 2 Jahren eigene Produkte auf den Markt stellen. Handarbeit, ökologisch sinnvoll, naturgefärbte Sachen, alles Mögliche. Wir möchten Qualität. Wir möchten diese ganze Wirtschaft revolutionieren. Diese Wirtschaft tötet Menschen, diese Wirtschaft tötet diesen Planeten, diese Wirtschaft bringt uns die Verdammnis. Und deswegen brauchen wir ein System, das greift. Die Bevölkerung sucht sich dieses System selber aus und dazu möchte ich euch das BGE vorstellen. Also ich will es euch wärmstens empfehlen. Mein Herz schlägt für das bedingungslose Grundeinkommen. Ich sehe das absolute Potenzial, damit wieder die komplette Führung für das Volk zu bekommen. Denn wir entscheiden. Und was ist es leichter, als sich zu entscheiden, was für ein Produkt ich kaufe? Dann nehme ich natürlich das Produkt, was mir Nachhalt, Zukunft und Sicherheit bietet. Und damit schaffen wir auch neue Arbeitsplätze. Auch wenn Hartz IV wegfällt, heißt es immer, die Jobcenter werden dann arbeitslos. Aber es gibt ja neue Aufgaben so. Das bedingungslose Grundeinkommen will auch verteilt sein. Ja? Wir brauchen die ganzen Informationen für die Sozialversicherungsnummer. Also hier geht nichts flöten, wir schaffen neue Arbeitsplätze. Durch das bedingungslose Grundeinkommen können wir Arbeiten verrichten, die für heute nicht entlohnt werden. Menschen, die jemand aus der Familie pflegen, bekommen kein Geld dafür. Mütter, die ihre Kinder großziehen, kriegen kein Geld dafür. Und das sollen wir revolutionieren. Also wir wollen
den Menschen wenigstens die Probleme vom Hals schaffen, die mit Geld lösbar sind, um ihnen diese Sicherheit zu bieten, um kreativ zu sein, um zu sagen, dafür habe ich noch ein bisschen Zeit, ich gehe raus, ich reinige den Wald. Das ist, möchten wir damit erschaffen, aber wir möchten noch viel mehr. Denn wer bedingungsloses Grundeinkommen bekommt, der kann ja trotzdem noch dazu verdienen. Aber er muss nicht mehr den ekligen Drecksjob machen für den minimalen Lohn. Und der sinkt noch weiter, weil es immer noch mehr Leute gibt, die jetzt in den Niedriglohnsektor geschoben werden. Ja? Weil man muss ja dankbar sein, dass man was kriegt. Das heißt, wir müssen uns dem beugen mit dem, was man uns anbietet. Wenn wir das BGE fordern, dann fordern wir absolute Würde und unsere kompletten Rechte. Wir können uns aussuchen, was wir wollen. Wir können selber einen Preis verhandeln, wo wir sagen, für den Preis mache ich diesen Drecksjob. Dann ist es mir egal. Aber heute muss ich einen Job machen, wo ich genau weiß, dadurch töte ich Tiere, das vergiftet die Umwelt, aber ich muss es machen, sonst verhungere ich. Das ist uns damit erspart. Wir können die ganze Welt revolutionieren mit diesem System. Deswegen macht euch schlau, gebt diese Information weiter. Wir wollen damit die ganze Sache revolutionieren. Wir brauchen einen Sozialstaat, der wirklich alles greift. Es kann nicht sein, dass Menschen auf die Straße rutschen. Ja? Ich habe vorhin gerade jemanden getroffen, Rentner, 70 Jahre alt, lebt auf der Straße und bekommt kein Pfennig Geld. Er wird es nicht schaffen, eine Wohnung zu bekommen. Doch heute schafft es noch nicht mal jemand, der ein gutes Budget hat. Also heute braucht man schon gute Kontakte und ordentlich Geld, um zu sagen, ich kann mir auch die teure Wohnung leisten, ich muss da nicht so drauf schauen. Aber der ganze andere Rest wird an die Wand gedrückt und kann sich entweder außerhalb vom Ring von Berlin oder in anderen Ecken Deutschlands vielleicht irgendwo unterbringen. Aber hier ist es nicht mehr gegeben. Diese Probleme würden alle gelöst werden durch bedingungslose Grundeinkommen. Viel mehr Menschen könnten sich dann in Projekte, die noch am Start stehen, die jetzt noch in der Planung sind, mehr soziale Projekte. Wir möchten Land einkaufen. Wir möchten für bedingungslos. Wir verlangen keine Miete für den Wohnraum. Wir verlangen nur eine kleine Mithilfe der Arbeit in der Gärtnerei, im Verkauf der Produkte, die wir entwickeln. Und dafür geben wir Sicherheiten. Wir geben Wohnraum und ein freies Leben. Also die Menschen sollen sich zwar ein bisschen engagieren für das, was sie ihnen bieten, aber sie machen es dann auch gerne. Und damit möchten wir immer mehr solche Firmen auf die Beine stellen, die nur für uns wirtschaften, also eine richtige Struktur. Wir hebeln damit die Wirtschaft aus, die versucht, uns an den Rand und an den Rand des Wahnsinns zu bringen, ja? Die uns zum Sterben verdammt und dessen Zukunft noch schlimmer aussieht. Also es ist jetzt schon traurig und es wird noch schlimmer. Also die Schulden des Staates steigen immer mehr. Sie versuchen immer mehr zu quetschen, damit das Geld rankommt. In den anderen Äckern wird es verschleudert. Es ist zum Beispiel so, Griechenland hat ja auch Schulden, ja, und Griechenland hat man ausgequetscht. Amerika, das verschuldetste Land überhaupt, zahlt keine Zinsen. Wir schenken ihnen das Geld, weil wir den Dollar wollen. Denn ohne Dollar lässt sich's nicht handeln. Auch aus diesem System könnten wir rauskommen. Deutschland muss sich erheben und Macht zeigen, denn wir können unabhängig sein. Wir wollen keine Feinde, die uns andere vorsetzen. Ja, wir wollen friedlich leben und das schaffen wir, wenn wir uns eigene Sicherheiten schaffen. Ja, wir beugen uns diesem System nicht mehr, wir erschaffen unser eigenes. Und das heißt bedingungsloses Grundeinkommen. Dafür möchte ich, dass ihr immer mehr auf die Straßen kommt. Immer wieder, wenn wir aufrufen, kommt auf die Straße, dann kommt, bringt Freunde mit, bringt Familie mit. Jeder Mensch, der auf die Straße kommt, zählt. Wenn wir die gesamte Masse auf die Straße bekommen, wir brauchen 52%, um zu beweisen, wir wollen, wir sind es wert, wir haben es verdient. Das ist ein Recht, das hat uns Gott gegeben. Fordert dieses Recht und wir werden es umsetzen. Ich werde die nächsten Jahre, die ich habe, dafür komplett investieren. Nur dafür bin ich nach Berlin gekommen, um dieses zu revolutionieren. Ich werde euch beweisen, dass wir es auch selbst regenerieren können durch die BGE-Lobby, die wir gegründet haben. Und ihr könnt euch im Internet, könnt ihr uns verfolgen. Auch auf dem Flyer ist die Seite auf mit dem Link. Und da werden wir zeigen, wie weit wir vorankommen. Wir werden also wirklich jetzt den ganzen Winter Gas geben, Firmen werben und das Konsumverhalten so verändern, dass wir wirklich ökologisch und sinnvoll und damit die ganzen Probleme, die eigentlich vor uns stehen, einfach wegdrehen. Wir drehen uns weg, wir verändern uns und damit revolutionieren wir diese Welt. Fordert es, ihr seid es wert. Danke, Sabine. Oh, jetzt heißt sie.